Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rogue Legacy 2. Wir sind immer noch beim Boxerlein, weil ich spiele hier ja alles on-screen, nicht off-screen. Ich mache hier ja nichts, sogar das Goldfarmen läuft hier im Video und nicht nebenher. Deswegen machen wir wie immer genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und das war mit der Auswahl des Boxers. Und deswegen geht's mit dem auch weiter. Wir sind immer noch im Sonnenturm. Ist ja eigentlich klar, weil... Yes, es Gott. Wenn es so läuft, wie es jetzt schon wieder läuft, dann kommen wir auch nicht weit, hätte ich gleich behauptet. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dem Boxer... Yes, es Gott, den schießen halt wieder durch die Wand. Das sind wieder richtig üble Zeitgenossen. Der Boxer ist mir ein bisschen fremd. Der habe ich schon länger nicht mehr gespielt und den finde ich auch nicht so mega nice. Gibt bessere Klassen. Wen ich halt gerne wieder spielen würde, wäre auch der liebe Koch. Der Koch ist eine der besten Klassen. Magier ist auch nicht schlecht, bekomme ich aber auch viel zu selten den guten Magier. Hier waren wir schon drin, gell? Das war das Tagebuch. Das war letzte oder vorletzte Folge. Nein, das ist ein anderer Tagebucheintrag. Irats Aufzeichnungen, Tagebucheintrag Nummer 2, 18 Tage seit der Rebellion. Ein Narr ist ein Mann, der nichts zu lernen hat. Philosoph Nose besteht darauf, dass ich diese Tagebuchtherapie fortsetze. Ich gebe ja zu, dass er fachkundig ist, aber seine Diagnose beruht auf falschen Annahmen. Er glaubt, der Verstand eines Estuans sei mit dem eines gewöhnlichen Menschen vergleichbar. Und genau dort liegt der Fehler in seiner Logik begründet. Gewöhnliche Menschen entspringen einer anderen Klasse von Geschöpfen als wir. Die Last, die sie in die Knie zwingen würde, bringt mich nicht einmal ins Schwitzen. Sie verstehen nicht, wie mühsam es ist, ein Königreich zu regieren. Mein Unterbewusstsein ist rein und mein Verstand scharf. Trotz 8 schlafloser Nächte bin ich immer noch aufgeweckter, als ich es je sein werde. Als sie es je sein werden. Jo, der Gute hat immer noch seine Insomnia am Start, hätte ich gesagt. Der hat Schlafprobleme. Wahrscheinlich ist er deswegen mad und ich schätze mal, dass das auch der nächste Boss sein wird. Was geht da drüben mit dem Knochenrich ab? So ein Knochenrich habe ich hier noch gar nicht gesehen bis jetzt. Uppercut. Warum kommt kein Uppercut? Jetzt kommt da. Ja, schön. Ja, das habe ich auf jeden Fall gewusst. Habe ich den gerade hinten in die Wolken geballert, dass der hier gelandet ist, oder was? Gib mir dem ab. Was war denn da los? Und du hast Bumerangknochen, das ist ja auch eine schöne Sache. Junge, Junge, hier geht's wieder rund. Hier geht's wieder rund. Eher. Runder. Runter. Wann war der schlecht? Der war richtig schlecht mal wieder. Ich schäme mich, aber trotzdem nicht. Oh Gott. Fang mit dem Gesicht. Oh Gott, wie ich da durchkommen bin, weiß ich nicht. Ich habe auf gut Glück einfach mal durchgedodged. Nicht mal gedacht, dass das gut geht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, schöne Sache. Dass einen halt diese Dinger, die einen hier durchs Level transportieren sollen, auch noch schaden können, ist halt auch eine nervige Sache. Das ist auch wieder eine sehr nette Begrüßung hier. Komm, Uppercut. Raus mit die Viechers. Es geht hier ab. Ein Plinky. Plunky, Ploinky, Blunk. Shit. Ups. Entschuldigung. Raus, raus, raus. Ja, komm, hör auf, du. Weg, weg, weg. Hätte ich gesagt. Was ist hier los? Ein Goldkiste. Wieso sieht das hier gerade aus, als wäre es zu einfach, an diese Kiste ranzukommen? Es sah gerade so aus, als könnte ich der Sache nicht vertrauen. Ich werde schon langsam paranoid wegen Rogue Legacy 2. Bisschen Paranoia ist anscheinend gut. Aber ein bisschen halt nur, nicht komplett. Ui. Knapp. Och Mensch, nee du. Oh, das, diese Dinger fliegen einem die ganze Zeit hinterher. Ja, schöne Sache. Oh Gott. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier was hinkriegen. Ich weiß nicht, ob das was wird. Schöne Sache. Nein, so sowieso nicht. Och Mann. Da gehen wir halt wieder hier rein. Ich mag diese Außenbereiche hier komplett überhaupt gar nicht. Wirklich nicht. Das ist nervig, ist das. Sehr nervig.
Wir müssen wieder raus. Och Mensch, du. Boing. Dann, ach, so schon mal gar nicht. Schön. Ach, dass man hier aber auch... Ach, komm jetzt. Nerv mich nicht. Dass man hier aber auch Sprint drücken muss und nicht einfach diesen Dreher machen kann, wie normalerweise in der Luft. Das ist halt auch eine nervige Sache. Nervige Sache, genau. Eine nervliche Sache. Jetzt teleportiere mich doch nicht da hoch. Lass mich doch wieder da runter, Mensch. Du bist schon nervig. Come on, man. Zwischenlandung. Ja, nice. Schön. Das ist hier richtig, richtig stressig. Ach komm jetzt. Ich verstehe es nicht. Hätte man nicht machen können, dass ich auf den Dinger mit diesem Hieb, mit dem Ding hier abspringen kann? Nein, ich muss mit einem Dash abspringen. Mit einem Dash. Damit ich jetzt alle Tasten belegt habe und alle Tasten die ganze Zeit richtig stressig benutzen muss hier. Ja, komm on, stirb doch. Ja, das habe ich schön gemacht. Okay, gut, es fackelt wenigstens ab. Der Knochen, das habe ich gesehen, mein Freund, das habe ich gesehen. Das hat Konsequenzen, das sage ich dir. Oh Mann, das ist so stressig hier. Nein, ach komm, da stand ich doch so gut wie gar nicht drin, oder? Also echt. Oh, ist das ärgerlich, ist das nervig, ist das. Ja, mit einem Schlag tot, safe, wir nehmen den Koch. Ich weiß nicht, doch, wir nehmen den Koch, ist mir jetzt egal, wir nehmen den, egal was er für Mängel hat. Jeder Mensch ist so gut, wie er ist, egal was für Mängel er hat, merkt euch das. Wir reden hier auch von solchen Spielecharakteren, okay? So, jetzt hätte ich gesagt, wir machen das hier mal hoch, weil ich habe andauernd noch Gold auf der Tasche, das in den Tresor rein muss. Und deswegen mache ich jetzt mal die Tresor-Transferier-Menge höher. Dass Charon mir nicht so viel aus der Tasche zieht, der Sack. Der grinst nämlich jedes Mal so. Das ist ein stinkreicher Mann, ist das. Der bereichert sich daran, dass ich das Spiel nicht spielen kann, der Sack. Das muss ich mal reinziehen. Also echt, das ist schon eine Frechheit. Desto schlechter ich bin und desto öfter ich sterbe, desto mehr Geld macht der gute Charon da. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dass er sich so an mir bereichert. Hüp, hüp, hurra. Und rauf da. Das haben wir ganz gut im Griff bis jetzt. So ziemlich, fast. Aber ich würde halt doch trotzdem gern mal irgendwo vielleicht noch ein Portal freischalten. Das muss doch möglich sein. Ich verstehe es nicht. Warum muss man hier so blöde... Diese blöden Dinger... Ich kann hier nicht hochspringen, ohne da in den rein zu dashen. Ich weiß nicht. Wer kommt denn auf die Idee? Ja, schöne Sache. Das wollte ich nicht. Ich wollte den schlagen. Och Mann, ey. Na endlich. Ist das nervig, ist das... Wie kommt man auf diese Idee? Wie kommt man auf so eine Idee überhaupt? Hau ab, du. Hau bloß ab, du Sack. Oh nein, da geht's wieder raus. Da will ich nicht hin. Was ist hier? Wie geht's hier unten noch weiter? Hier geht's ja auch noch weiter, oder? Ja, hier. Schon wieder so einer. Komm, hau ab. Jetzt schießt der da noch auf mich. Geh weg. Da, oh Gott. Was wollen die vom... Nein, ich teleportiere mich natürlich genau durch die Wand zu ihm. Komm, stirb. Dankeschön. Und jetzt weg hier. Die Popel von dem fliegen halt auch komplett durch das ganze Pampa durch hier. Da ist noch Gold, das ist schön. Immerhin geht goldtechnisch gut was hier. Und irgendwann haben wir wahrscheinlich auch mal so viele Upgrades im Kopf, am Kopf und um den Kopf rum, dass wir da
Alleine wegen den Upgrades wahrscheinlich mal zu OP sein werden und dann kommen wir da wahrscheinlich eh irgendwann durch, hätte ich behauptet. Also behaupte ich mal ganz frech, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Das war eine ganz knappe Geschichte mal wieder, das war keine knappe Geschichte, das war doof. Ich habe keinen Doppelsprung mehr, das ist auch schön. Jetzt aber. Ja, ich weiß eh nicht, warum ich das gemacht habe, ich bin wieder in dem Raum gelandet hier. Oh Gott. Okay, ich komme wieder raus. Da gehe ich gerade nochmal rein. Ja, was? Ich bin schon... Was? Ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Leben ich noch hatte. Shit. Ja, ist das nervig. Boah, also das gibt... Oh Gott. Egal. Egal, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Ja, man hört schon wieder, der Nostalgiefilter ist am Start. Was machst du eigentlich nochmal? Geschick, um Schaden von Waffenvolltreffern zu erhöhen, oder... Was macht das Hirn? Wir machen das noch hoch, komm. Zack. Ja, da geht's wieder ab. Du bist immun gegen stationäre Stacheln, das ist schön. Sehr schön. Ich habe einen Haufen Leben, habe ich. Ja, Charon, diesmal habe ich kein Geld, um mir aus der Tasche zu ziehen, tut mir leid. So. Das lassen wir aber nicht auf uns sitzen, da gehen wir jetzt nochmal rein, das geht wahrscheinlich eh nicht lang. Und wenn doch, dann ist die Folge halt mal wieder ein bisschen länger. Kann ich dann prinzipiell auch nichts dafür, doch eigentlich schon, weil ich hab's angezettelt. Ich hätte auch einfach Tschüss sagen können jetzt, aber wollte ich nicht. Lass ihn nicht auf mir sitzen, ich sag doch jetzt noch nicht Tschüss hier. Hüpf, hüpf. Oh, oh, das ist aber schön, so werde ich gern begrüßt hier. Also so nicht. Komm weg mit dir. Stinker. Runter hier. Ach, natürlich. Warum auch nicht. Oh Gott. Ja, die Typen, die haben teilweise einen Speed drauf. Das ist, das gehört verboten. Wie die hier auf einen zurauschen. Das ist ja kriminell, ist das. So, du kannst gleich mal gehen, bevor du hier anfängst rumzuspucken mit deinen Meteoren. Au! Hey, geh mal weg, dass ich da hinstehen kann. Danke. Ich kann dich ja nicht gescheit spalten, wenn du da so stehst. Die Kohleteufelchen, du. Hör auf, so um mich rumzufliegen. Geh drauf, bitte. Ja. Er hat gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, er soll aufhören, um mich rumzufliegen. Da ist er einfach mal durch mich durchgeflogen. Vollgas. Oh Gott. Nö. Ach, da ist noch so ein Sack. Ach komm, hör auf. Geh drauf. Hör auf, geh drauf. Danke. So. Weg mit dir. Hinfort, Dämon, weiche Satan. So. Du bist auch raus. Oh, da ist eine Kiste. Das habe ich gleich gerochen. Ne, in Wirklichkeit habe ich es auf dem Bildschirm gesehen. Nicht in die Stacheln. Och Mann. Och Mann. Ja, genau. Steh auf dem Geschützturm drauf. Das wird das Beste sein, mein Freund. Oh ja, schöne Sache. Das nehme ich dankend an. Komm weg mit dir. Der gab mir leider nichts mehr. Schade. Gehen wir mal gucken, was gibt's hier Schönes. Da kommen wir da zum gleichen Raum. Nee, kommen wir nicht. Deswegen gehen wir da runter. Ich möchte, glaube ich, diesen Boss kloppen. Also diesen Mini-Boss. Vielleicht wird's hier was. Vielleicht aber auch nicht. Huh, oh Gott. So schon mal gar nicht. Ja, schöne Sache. Ich weiß halt auch nicht. Ach, da ist noch einer. Es ist nicht nur der da oben. Da ist noch so ein Penner. Gefahrter Schädel. Hör mal auf. Ach komm, das nehme ich mir schnell mal mit, bevor ich hier krepiere. Ja, das Zeug von dir kommt nicht hier durch. Nur die dicken Kugeln, oder wie? Die kommen durch. Ja, schön. Komm jetzt her hier. Komm. Schön, dass der halt aus den Wolken auch noch so Zeug auf mich schießt, Mensch. Ich sehe ihn halt auch nicht. Da hängt er. Komm, stirb. Nice, 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 nice. Ja, schön in die falsche Richtung geschossen. Sehr elegant. Kommst du auch mal hier hoch jetzt, du Penner? Oder muss ich runterkommen? Oh, man. Ja, schöne Sache.
Wenn er halt auch da unten rumflattert und nicht zu mir kommen will und ich will dann zu ihm und dann passiert wieder sowas. Egal, Masochismus auf dem Astromanten. Rein da. Also erst noch skillen. Egal, Intelligenz. Machen wir. Erlittene Treffer füllen MP-Leistung 50%. Angriff um 0%. Oh. Ich krieg nur Mana, wenn ich das ist ja doof. Naja, jetzt ist es eh schon zu spät. Da gehen wir rein. Und dann hätte ich gesagt, wir gehen. Also ich gehe. Ich verlasse euch an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich weiß, die letzten paar Folgen läuft hier echt nicht viel. Wir lernen den Sonnenturm und er ist richtig nervig. Ich hoffe, es ist wenigstens unterhaltsam für euch. Für mich ist es mehr, Quälerei und Selbstverletzung wie sonst was. Nein, war ein Witz. Ich habe ja Spaß dran, sonst würde ich kein Rogue Legacy 2 zocken, ne? Jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich sag euch noch, danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch noch was anderes an, wenn ihr Bock habt. Vielleicht ein anderes Rogue Legacy Video oder was anderes auf dem Kanal. Ich habe ja einiges auf Lager. Kommt ja auch jeden Tag mindestens ein Video. Mindestens eins. Im Schnitt fast drei. Aber mindestens eins auf jeden Fall. Haut rein, habt eine geile Zeit. Bis zum nächsten oder anderen Video. Ciao, ciao.